Heute geht's im Tagesrausch um den Tagesrausch. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen. Ein Blatt vom Mund ist in das Wegen. Heute eine Million? Ja! Yeah, eine Million Views. Wow. Lange Weg. Aber ging doch zum Schluss recht schnell, oder? Weil das letzte Jahr war ein bisschen ruhiger. Ich war ja auf der Tour und die Parade und alles. Fällt der Tagesrausch schon runter. Aber mittlerweile 1 Million Leute haben ein Video von mir geguckt. Vielen Dank dafür an alle, die die Videos geguckt haben, an alle Abonnenten und die ungefähr 30 Leute, die mittlerweile schon zu Interviews im Tagesrausch mit waren. Wie viele? 30 Leute aus 6 europäischen Ländern. Apropos Interviews. Ich habe mir ein Zettel vorbereitet, genau für dieses Interview. Moment. Es gibt irgendwo in der Küche. Vielleicht noch. Ja. Hier. Erster Sendeleiter haben wir ja schon durch. Tagesrausch. Wie hat das angefangen? Und dann? Alles fing damit an, dass die Leute über Spice diskutiert haben. Und dann hat mich RTL 2 angesprochen. Ich soll doch nach München geflogen kommen für eine halbe Stunde Welt der Wunder als Experte für Spice. Und da habe ich gesagt, boah, das ist ökologisch ganz schön Quatsch. Schickt mir lieber eine Webcam und dann setze ich mich bei mir an den Computer mit Skype, könnt ihr mich auch ins Studio rein und so. Und das haben die dann auch gesehen, das ist billiger und ich hatte eine Webcam. Ne? Unser Steffen, trickreich. Ne, wirklich gute Idee. Und warum? Ja, Geld ist immer mangelbar und auch die 60 Euro, die die Webcam damals gekostet hat, hätte ich mir sonst nicht leisten können. Und dann hatte ich eine Webcam und konnte mein eigenes kleines Exzessivprojekt anfangen. Ach so. Und nur wegen Exzessiv-Tagesrausch oder einfach? Ja, ich wollte gerade fragen, das war die Motivation, nicht, wir waren zu spaßig. Okay. Ja, nee, ihr seid einfach zu exzessiv, ja. Diese Bon-Tests und Anbauen und sowas, das findet bei mir ja nicht statt. Politik findet tatsächlich als Randthema immer wieder statt, aber ist nicht unser Hauptding. Ja. Und bei dir tatsächlich Politik? Genau, das ist ja mein Steckenpferd. Leute bilden, aufklären, dazu motivieren, das dann wieder weiterzuerzählen. Rechtstipps, ich belehre auch gerne mal die Polizei zum Beispiel. Nicht nur die. Am eigenen Leib mehrmals schon erfahren. Aber umgekehrt aber auch, ohne Mark gäbe es die Millionen Views auch nicht, weil ich sonst immer noch so ganz grottenschlechte Videos machen würde. Mark haut mir seit 2008 schon 5 Jahre regelmäßig auf die Finger und sagt, das geht besser und Anfängerfehler hier und... Okay, aber immer nett. Immer produktiv. Das ist das Schöne an unserer Szene, wir helfen einander. Mangels Geld? Das Geld braucht die Szene immer wieder, die Szene, die Legalisierungsszene, ganz klar. Was mir immer ganz gut gefallen hat, super Idee, die Bilder des Jahres. Das habe ich ja leider nur so 2-mal gemacht. Jetzt zum Weihnachten, ich gebe mir Mühe, dass es im Dezember wieder Neues gibt. Im letzten Jahr ist es einfach untergegangen, zu viel andere Scheiße. Ich hatte ja zwischendurch auch keine Wohnung und das ist als Arbeitsbedingung echt anstrengend. Ja, richtig. Das hat sich aber inzwischen geändert, oder? Ja, bin erfolgreich Mitbewohner geworden und... Samthund. Die Vermieterin hat auch einen Hund, deshalb ist das möglich. Eine große WG. Nee, nur eine 2er-WG, aber... Eine 4er-WG. 2. Achso, du meinst mit den Köttern? Nein, wer keine Daumen hat und nicht Miete bezahlt, der zählt auch nicht. Weiß der Geier, genauso eine gute Idee, guter Titel. Das hat, apropos Tagesrausch, wann hat denn das eigentlich angefangen, Tagesrausch? 2009 habe ich mir aufgeschrieben, stimmt das? Na, fast. Im November 2008 habe ich den ersten Tagesrausch gemacht. Damals noch in der Lettestraße im DHV-Büro. So ja, nach der Arbeit schnell noch einen Tagesrausch gefilmt. Das habe ich völlig vergessen. Komplett. Und dann irgendwann habe ich auch die Webcam durch eine bessere Kamera ersetzt und. Ein Aufnahmegerät, Geschenke kriegt und so. Man wird langsam besser. Ja. Professionell. Ja, ist auch nötig und es macht echt Spaß zuzugucken. Ich muss zugeben, ich habe nicht alle angeschaut. Ich kann nicht immer, ich klicke manchmal noch einfach ein bisschen durch. Ach so, manchmal, das und eben auch so bei Weiß der Geier, Spitzensache. Ich habe es, glaube ich, nur einmal live mitbekommen, leider. Ja, ist ja jetzt auch erst die 8. Folge am Montag, dann 30.09. 20.15 Uhr geht's los. Weiß der Geier, für alle, die es nicht kennen, einen Google Hangout Mitmach-Talk, den ich live auf YouTube streame. Das ist irgendwie so Maischberger-mäßig, finde ich manchmal, weil alle ein bisschen reden, man hat ein Thema und... Im günstigsten Falle wird es so, wenn man Pech hat, ist es auch ein bisschen verworrener, aber es funktioniert ganz gut, ich bin sehr angenehm überrascht. Letztendlich ist da der Gedanke, der dahinter steht, dass die Zuschauer ja alle auch Meinungen haben und gehört werden wollen.
und auch viele Gedanken haben, die wir nicht haben. Ich sage immer, wenn ich wüsste, wie man legalisiert, wäre es schon legal. Da es noch nicht legal ist, muss ich offensichtlich was dazulernen. Und irgendwo da draußen sitzt jemand, der weiß, wie es geht. Die müssen wir halt mit einbinden. Und sonst, was sind deine, du hast deine Webseite, usualrelevant.de, die ist ja auch mit quasi fest im Programm. Genau, da kommen immer mal Texte und da gibt es natürlich auch zu allen Tagesräuschen immer noch einen Begleittext. Empfehlen, das sind so Zusatzinformationen, Zusatzlinks, die vielleicht... Richtig, weil was in die 5 oder 7 Minuten nicht mehr mit reinpasst. Gut, der Korrespondent steht noch da. Bist du auch noch? Hab ich mal gehört. Gelegentlich. Ich mag mich da nicht so richtig mit ins Team integrieren, weil ich befürchte, dass das dann noch mehr ehrenamtlich arbeitet, für die ich keine Zeit habe. Da sage ich Markus lieber, ich bin kein Redaktionsmitglied, ich gebe dir gerne mal 2 oder 5 Minuten, aber dann nur, wenn gerade die Zeit dafür da ist. Nicht alle 14 Tage. Ich finde die Idee ja klasse. Wer den Tagesrausch mag, sollte die Drug Education Agency angucken. Auch etwas mehr wissenschaftliche Informationen als zum Beispiel Exzessiv. Weniger der... Ja, gerade Stoffkunde, genau, Safer Use und solche Sachen. Wichtig, genau. Aber das funktioniert halt auch nur, weil da viele Leute arbeiten. Ja. Markus alleine könnte die Sendung auch nicht schultern. Und das braucht es. Wenn ihr da draußen irgendwas wisst, dann Input. Traut euch einfach mal das Handy nehmen oder den Kumpel bitten, die Kamera rauszuholen. Und dann gucken wir, wo wir es unterbringen. Markus freut sich. Exzessiv hat auch schon Gastbeiträge gehabt. Oft, wir haben oft danach gefragt, ey. Wenn möglich, noch mehr hergeben. Unsere E-Mail-Adressen kennt ihr, kann bestimmt irgendwo eingeblendet werden. Und wie sieht die Zukunft aus? Hast du schon irgendwelche besonderen Pläne? Irgendwie was, wow, das könnte... Noch nichts, was ich verraten möchte. Die nächsten Wochen muss ich da so ein bisschen öffentlich nachdenken, was die Leute wollen. Ich habe so eine Liste mit Sachen, die ich gerne machen würde, aber ich kann nur eine von den Sachen machen. Also da wird Input gefragt. Genau. Da gucken wir mal. Das machen wir gemeinsam, ihr kennt mich. Ich mag das lieber, wenn ihr mitdenkt, dann kommt am Ende was Besseres raus. Na dann, ich schätze mal, wir beenden unsere Klositzung, weil ich glaube, da warten schon ein paar draußen und haben schon ein bisschen angeklopft. Hände waschen nicht vergessen. Oh ja, richtig. Hände waschen nicht vergessen, informieren, dann konsumieren. Steffen, danke und Gratulation nochmal zu der vielen Zuschauer. Ding, 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 ding. Bis neulich. Ciao. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund ist in das Wegen.